Wieder eine schwere Geburt. So, wir haben wieder Fertigkeitspunkte, ne? Fertigkeiten. Wie viele Punkte haben wir? 5 Punkte haben wir, alter Schwede. Können wir ein bisschen was machen. Schalte Nahkampf-Kombos frei, erhöht Nahkampfschaden und Effektivität, enthält Waffentechniken für Kriegsbögen, also Kriegerbögen, die für den Nahkampf ideal sind. Gucken wir uns mal an. Triff zuerst deinen Gegner mit Nahkampfangriffen, um an deinem Speer Energie aufzubauen. Wenn du vollständig aufgeladen hast, tippe R2, um dein Ziel zu energetisieren. Ah ja, okay. Sei es drum, schnelle Fallenstellerin. Ja, können wir ja mal machen, auf jeden Fall. So, dann haben wir hier noch die Geschichte. Langsamer verbraucht. Stell Konzentration schneller wieder her. So, was haben wir hier? Das haben wir auch schon alles. Stiller Schlag plus auf jeden Fall. Ja, den nehmen wir auf jeden Fall mit. Berittene Verteidigung. Leider und reichen schon weniger Schaden. Um eine überbrückte Maschine zu besteigen, tippe Viereck an, während du hier stehst. Bestimmte Maschinen akzeptieren einen Reiter. Okay, ja, mal machen wir doch auch mal, ne? Kann man machen. Was haben wir hier? Verursache Enttarnung mehr Stoßschaden aus der Distanz. Versuche Enttarnung mehr Reißschaden. Stelle Gesundheit automatisch schneller wieder her, wenn du in kritischem Zustand bist, unter 25 Gesundheit. Halte mehr Schaden aus, wenn deine Gesundheit kritisch ist. Können wir auf jeden Fall gebrauchen. Und dann machen wir hier am besten den ersten gleich auch nochmal. Machen wir den ersten auch nochmal ein bisschen Nahkampf. Wir haben ein bisschen was von allem gemacht. Das ist ja in Ordnung. Machen wir so. Sehr gut. Na, siehst du mal, haben wir von allen so ein bisschen was gemacht hier. Ist doch fein. Wo? Das haben wir. Das ist noch Reliktruinen. Abgeschlossen, okay. Lagerfeuer, da können wir nochmal speichern. Dann gehen wir sonst gleich mal hin. Wo zeigt er das an? Da? Das ist der Steinbruch, den Tullis meinte. Noch einmal speichern, bitte. Einmal speichern, bitte. Danke. So, was sollen wir machen? Da drüben ist Krieg. Ich glaube, da mische ich mir mal Gau ein. Eine Maschine weniger. Na, siehst du, läuft doch. Dann ist auch noch eine. Mehrere sogar. Und er ist voller Dornrücken. Das ist doch gut. Die Säurespucker haben Freunde mitgebracht. Oh, das haben wir. Achtung! Ist. Der hat richtig zerrissen. Noch einer weniger. Der letzte Schuss. Dann habe ich getroffen. Ah, Mist. Hab ich ihn auch getroffen, nämlich. Den habe ich getroffen. Oh! Nein! Ach, du kleine dreckige. Den habe ich überhaupt nicht. Habe ich überhaupt nicht drauf geachtet, auf die Gesundheit. Ich trottel. Nochmal das Ganze. Ja, scheiße. Eine Maschine weniger. Und er ist voller Dornrücken.
Na komm. Zeig mir deinen Arsch. Pass auf, hier ist eine andere Maschine. Mist. Ah, ist wieder daneben. Ah, jetzt richtig. So, den hat's zerlegt. Noch einer weniger. Ah, da hinten ist es auf jeden Fall ein anderer. Ah, getroffen, sehr gut. Der ist hier. Das ist ein Gelber. Nix. Ah. Mist. Oh, ich den nicht getroffen. Ups. Oh, das hat weh. Point. Noch einer weniger. Oh, das war aber mal wieder auf Messerschneider. Da ist auch noch einer. Puh. Gut, weiter geht. Da ist auch noch einer. Da ist auch noch einer. Da ist auch noch einer. Da war doch noch ein kaputter. Einer ist doch da noch. Eigentlich doch, da ist auch noch einer. Moin! Na, warte. Nein! Zum Glück war da eine coole. Ja, sauber. So. Der Steinbruch ist sicher. Geht doch. Fremde, komm doch mal her. Naja, warte doch erstmal. Ich sammle erstmal. Erstmal sammeln. Das ist mal wichtiger. Ich brauche Loot. Puh. Loot. Feuerdornrücken. So, haben wir die anderen noch? Den hatten wir gelootet. Da oben war da noch einer, oder? Oben war kein. Doch, hier oben war. Mach ich doch, hier oben war doch noch einer. Säure-Dornrücken. Das kommt für später zum Vorrat. Ja, ja. Maschinenmuskel. Ich glaube, mehr haben wir nicht, ne? Gut, da hätten wir noch ein bisschen was machen können. Ja, wir hätten uns das natürlich wie immer einfacher machen können. Aber ich muss mitten rein in den Kampf. Mitten rein. So. Rede mit Keine Bellner. Ahnung, was eine Nora hier macht, aber wir schulden dir was. Wir haben uns ferngehalten und auf die Garde gewartet, aber einer der Dornrücken griff uns an. Und dann kam es zu einer gewaltigen Auseinandersetzung. Geht es allen gut? Wir haben gute Leute verloren. Aber dank dir haben wir noch den Steinbruch. Jetzt ist es immerhin ruhig. In einem aktiven Steinbruch sollte es in den Ohren dröhnen. Aber die Pfeife in Kettenkratz erklingt nicht, also können wir nur aufräumen. Achso, die Pfeife. Braucht ihr die Pfeife zum Arbeiten? Meine Leute und ich, wir sind hier nur kleine Zahnräder. Solange Alvand nicht pfeift, bleiben die Hammer liegen. Und wenn wir ohne seine Erlaubnis arbeiten, feuert er uns. Meine Leute haben schon genug durchgemacht. Hat Alvand so viel Macht? Er hat Geld und genug Verbindungen, um unsere Feuer auszulöschen. Bei den Dornrücken hätten wir fast bessere Chancen. Woran arbeitest du mit deinem Trupp? Wir sollen in Alvens Parzelle arbeiten, Steine zur Verstärkung von Fahrlicht abbauen. Doch der Arbeitsstopp und die Dornrücken haben uns aufgehalten. Ich habe diese Biester noch nie zuvor im Schrecken gesehen. Wo zum Schmiedefeuer sind die hergekommen? Ich weiß nicht. Zumindest noch nicht. Gut. Ich muss aufbrechen. Bleib gesund. Dank dir könnte das heute tatsächlich möglich sein. Ja doch, siehste, passt auch. Oh, fein gemacht. So, Pfeile. Wieder ein paar craften, gar nicht erst lange. Ich glaube, ich habe die meisten Dornrücken erledigt. Kettenkratz kann wieder an die Arbeit. Genau. Und ich glaube, wir haben auch alles am Material eingesammelt. Das ist nur für mich das Wichtigste. Und wo dies? Vielleicht kann die Gesandtschaft dann endlich stattfinden.
Genau. So. Prise Wagemut. Da waren wir schon. Das haben wir alles grün gemacht. Unbekanntes Jagdgebiet. Fahrlicht. Ja, da müssen wir sowieso nochmal hin. Unbekannte Siedlung. Machen wir vielleicht auch nochmal hin, wa? Unbekannte Siedlung. Tag. Rotfall Steinbruch. Hier geht auch nicht so viel los, wa? Jetzt ziehen Grenzen. Hauptsache Feuer brennt, auch keiner zu Hause. Oh, schönen Ausblick hat man von hier. Das war's dann aber auch. Hoffentlich lohnt sich der Aufstieg. Irgendwas ist da auf jeden Fall. Was haben wir denn hier? Vorrat? Achso, Vorrat haben wir hier. Sehr schön. Brauchen wir aber, glaube ich, momentan nicht. Und das sollen wir einmal scannen. Über Grünglanz. Das kann ich tatsächlich nochmal lesen, weil das ist diese Grünglanz. Das sind ja diese komischen Kristalle, die wir auch, glaube ich, verkaufen können. Schriftrolle, wissenschaftliche Notizen geschrieben in präzisen Kaja-Glyphen. Meine Forschungen zu den Kristallen verlaufen erfolgreicher als erwartet. Ich habe große Fortschritte bei der Frage gemacht, was Grünglanz ist und somit auch hinsichtlich meiner möglichen Fundorte. Per Ausschussverfahren konnte ich belegen, dass Grünglanz nicht innerhalb von Gestein entsteht, sondern auf der Oberfläche. Der Steinbruch und die nahe Mine haben mir umfangreiche Beweise geliefert, die diese Schlussfolgerung zu stützen. Die Annahme, dass Grünglanz durch enormen Druck oder extreme Temperaturen entsteht, kann dementsprechend verworfen werden. Weiterhin habe ich ausreichende Beweise gefunden, um den religiösen Schwachsinn zu entkräften. Grünglanz sei ein Geschenk der Sonne und entstehe auf mysteriöse Art aus grünem Zwielichtfeuer. Vielmehr treten ganze Grünglanzansammlungen an Orten auf, die die Sonne nicht erreichen kann, zum Beispiel unterirdischen Höhlen. Dementsprechend kann es als sicher angesehen werden, dass Sonnenlicht keinen Einfluss auf seine Entstehung hat. Allerdings scheint es einen Zusammenhang zwischen dem Vorkommen von Grünglanz und Maschinenpräsenz zu geben. Die Hypothese, dass der Kristall ein Nebeneffekt von undichten Kanistern sein könnte, scheint sich hier zu bestätigen. Die örtlichen Osaram-Steinmetze scheinen dem zuzustimmen. Sie glauben, dass Grünglanz ausgehärtete Lohe ist, eine Substanz, die zugegebenermaßen gewisse äußerliche Ähnlichkeiten aufweist. Nächster Schritt, Ausarbeitung eines Experimentes, bei dem ich versuchen werde, Lohe mit künstlichen Hilfsmitteln in Grünglanz umzuwandeln. Notiz an mich, vor Beginn der Tests feuerfeste Rüstung besorgen. Besser wär's. Deswegen ist hier wahrscheinlich auch nichts los. Ich glaube aber, das Problem ist, wenn du tatsächlich dieses Grünglanz selber herstellen könntest, also nein, nicht synthetisch, aber künstlich herstellen würdest, dann würdest du ja damit ja auch gleichzeitig den Wert von den Grünglanzdingern ja auch zerstören, wenn du es selber herstellen kannst. Ne? Dann hast du ja wieder ein bisschen mehr Vorkommen. Und dann hätte es ja wieder jeder. Also von daher wäre das dann wirklich nur eine kurze Freude, dass man sowas herstellen kann. Das wäre ja genauso, wenn man jetzt zum Beispiel Gold oder sowas herstellen könnte. Wirklich rein synthetisch. Und das denselben Wert hätte. Das hätte eben nicht dann denselben Wert. Das also macht insofern ja auch fürs Erste erstmal keinen Sinn. Kann ich hier irgendwas tun? Das kann man noch garantiert bewegen hier. Oder kann ich da irgendwie drauf ballern? Greifpunkt, ja, das sehe ich, aber... Bringt mir das was? Eigentlich nicht wirklich, ne? Ob ich da jetzt um den Aufzug habe oder nicht. Ich könnte halt wieder nach unten. Also, ja, gut. Das ist jetzt auch nicht so, ob ich da nun dran bin oder nicht. Ich glaube, das ist für später vielleicht mal.
Interessant. Ansonsten hat es ja sonst keinen tieferen Sinn hier. Dann kämen wir auch so ran. Boah, ich glaube, ja. So jetzt den tieferen Sinn hat das nicht. Meiner Ansicht nach. Wie gesagt, vielleicht später, eine spätere Mission oder so. Dann ist noch Feuer. Dann speichern wir natürlich gleich wieder mal. Sehr schön. So, Feuer haben wir. Lagerfeuer. So, dann haben wir hier deinen Vorrat. Stürmeareal. Das für Fahrlicht. Blockierter Weg. Fehlendes Werkzeug benötigt. Da siehst du mal, da geht es hier in ein neues Gebiet. Da könnten wir hin. Hier könnten wir hin. Da können wir hin. Notfallstein. Aber das bringt uns nichts. Das ist auch irgendwo da hinten. Scheiße, ich glaube, ich komme da. Komme ich da nochmal runter? Ja, ne? Oder rüber? Grüne, wie komme ich denn da hoch? Wie kommt der Papi, die Mutti denn da hoch? Guter Dornrücken bei den Wasserfällen. Was wollte der hier? Sieht nach einem Aufprall aus. Vielleicht ist er von der Klippe gestürzt. Ich will dem Pfad nach oben folgen. Pfad nach oben, okay. Hier vorne, alles klar. Jetzt sehe ich das auch. Noch irgendwelche Dornrücken noch hier. Da muss da ja garantiert ein größeres Viech sein, was das andere Viech runtergeschubst hat, kann ich mir ganz gut vorstellen. Ja, okay. Ach, guck mal hier, was wir hier oben haben. Bitterkraut. Okay, das dürfte genug Bitterkraut sein. Definitiv. Es gibt kein Zurück mehr. Oh, die haben aber ordentlich. Moin. Sammeln die mal ein, für irgendwas, wenn die ja gut sein. Lua aufsammeln, siehst du? Können uns die Kristalle gleich selber herstellen. Lass mal einsammeln. Lass mal nackig machen, die Viecher hier. Autsch. Oh, und diese mittlerweile kriege ich die mit einem Schuss weggefräst. Wenn ich dann nicht gleich wieder auf die Fresse kriege. Was sag ich ja? Ein Schuss und dann sind die gleich wieder hier. Sag ich doch. Diese läuft doch. Löschwasser. Oh, dann laufen auch noch ein paar Viecher. Oh, vorsichtig, nicht zu nah ran. Mein Rucksack ist voll. Ich kann es später aus dem Vorrat nehmen. Aber ich finde das so gut, dass man einfach sammeln kann, ohne darauf achten zu müssen. Ich komme nicht ran. Ich komme hier doch jetzt runter. Ich finde das so gut, dass man einfach sammeln kann. Und vor allem ist es total egal, wie viel du schon hast.
Du verlierst es nicht, du schmeißt es halt irgendwo deine Lagerkiste und wenn du es brauchst, dann nimmst du es halt mit. Total gut. Richtig, richtig gut. Und die habe ich auch noch gar nicht gescannt, die Viecher. Was haben die für Schwachstellen? Feuerreißhorn. Was? Schwachstelle ist Eis. Stark gegen Feuer. Das heißt, wir müssten die eigentlich erstmal freezen, die Heinis. Ups, das war ein bisschen weit. Das war ein bisschen beschissen. So, ich glaube, wir müssen die auch gar nicht kaputt machen. Ein bisschen hier mitnehmen. Da ist noch so ein Kristall, den gönnen wir uns natürlich auch mal eiskalt. Noch ein toter Dornring. Tada! Lauter Grünglanz. Lauter? Das war nur einer jetzt gerade, Mutti. Da kommst du doch nicht lang, wa? Upp, daneben. Alles niedermähen, alles kaputt machen. Das ist meine Chance. Toll, keine Munition mehr. Da fehlen nur ein Fitzelchen. Du verreck doch mal! Gibt's doch nicht. Oh, waren wir wieder sehr tief heute. So, da machen wir ein paar von, da machen wir ein paar von. Nee, da können wir gar keinen. Doch, genau. Mine. So viele abgeknickte Bäume. Wie nach einer Massenflucht. Sind die Dornrücken von hier gekommen? Das hieße... Die Höhle führt aus dem Schrecken hinaus. Dann schauen wir uns das doch mal an, Aloy, oder? Würde ich mal sagen. Oder auch nicht. Stürzt ja schon wieder alles ein. Gespaltener Fels. Okay. Mal sehen, wohin das führt. Pilz haben wir auch hier. Lecker. Leuchtet das so grün? Das ist aber schön. Die alten Gleise sind eingestürzt. Sieht frisch aus. Da gehe ich wohl nicht lang. Och, na ja. Sind Anlauf nehmen, dann geht das schon, Aloy. Ich habe keinen Platz. Das kommt in meinen Vorrat. Ja, hier geht's wohl auch nicht weiter. Ah, nee, doch, da oben können wir weiter. Aus den Tiefen der Mine bringt Rauch. Eine Explosion? Ach, guck mal, hier sind wieder irgendwelche komischen Pflanzen. Können wir die sammeln? Verschleiernder Omen. Reifer Pilz gibt nach einem Schlag eine Sporenwolke ab, die deine Sichtbarkeit einschränkt. Ah, okay. Sie haben also da hat funktioniert. Saßen dann fest. Ich
Geht das nicht? Tarngebiet. Oh, moin. Was? Wieso hab ich Schaden genommen? Nein! Nein! Nein, nein! Doppel nein! So, explodier! Komm, komm, komm! Ja, sauber. Ah, schön ruhig abmachen müssen. Hui! Okay. Ich sollte nachsehen, woher dieser Rauch kommt. Ja. Also die Pilze überzeugen mich nicht so wirklich. Was ist das hier? Da kann man doch nicht drauf ballern, oder? Probieren wir mal aus. Nee, doch nicht. Schade eigentlich. Ich dachte, es wären diese. Es gab doch mal. Ich meine, im ersten Teil war das. Gab es auch solche Dinger. Und dann konnte man drauf ballern, die sind explodiert. Ich glaube, das war so im ersten Teil. Wir haben auch nicht mehr so viel Säure. Müssen wir schon aufpassen. Da ist auch was Leckeres. Da würde ich ja auch ganz gerne mal ran, aber irgendwie ist das. Ich glaube, da brauchen wir Feuerpfeile früher, schätze ich mal. Ich glaube, kommen wir mit den konventionellen Pfeilen, glaube ich, nicht weiter. Geschweige denn mit den Säurepfeilen. Oder? Ich versuche doch mal einen Säurepfeil aufzuballern. Da wird nichts passieren, behaupte ich mal. Nee. Nee, ich glaube, das bringt nichts. Da bräuchten wir tatsächlich Feuerpfeile für, behaupte ich jetzt mal. Dann gucken wir mal da oben weiter. Die Mine scheint weit in die Tiefe zu führen. Ich sehe nichts. Wo soll ich hin? Ich sehe nichts. Ist hier irgendwo. Oder geht das hier weiter? Ne, hier geht's auch nicht weiter. Hä? Hier ist Lämmchen. Können Lämmchen irgendwas machen? Nö. Ich komme zwar hoch, aber. Ja, da oben ist doch irgendwas. Wurde da nicht gerade irgendwas angezeigt? Irgendwie so ein Haken oder was, wo wir uns hochziehen können? Nee. Hm. Bin ich dann aus? Ich muss also doch hier wieder zurück. Ach, Lohe, ja, meine ich doch, spring. Mein Rucksack.
Rucksack ist voll. Ich pack's in den Vorrat. Untersuche die Notiz, sprich mit dem Kajan-Magistrat. Das kann man noch nicht wirklich wegsprengen, oder? Gutachten. Die Nachricht ist für Owen. Diese Mine sollte wohl geschlossen werden. Owen ist wohl gierig geworden. Er hat immer tiefer in den Berg gesprengt. In der Nachricht wurde ein Karja namens Javad erwähnt. Das muss der sein, der in der Taverne in Kettenkratz mit mir reden wollte. Das hier wird ihn bestimmt interessieren. Ich spreche mit dem Karja-Magistrat. Ja gut, der ist dann wieder in der Stadt. Oh, das heißt, wir können hier eigentlich wieder raus, ne? Da drüben ist, kommen wir auch nicht weiter. Mäh. Ja gut, dann gehen wir sonst wieder raus. Es scheint tatsächlich nicht mehr zu sein. Schade eigentlich, ich hätte ein bisschen mehr erwartet. Alvin hat also heimlich in der Mine gesprengt, um sie restlos auszubeuten. Bis Dornrücken dort einfielen. Vielleicht machten die Sprengungen ihnen den Weg frei. Aber woher? Ja gut, das wäre die Mine gewesen. Ach du Grüne, da sind sie alle wieder. Nein! Ich glaube, ich gehe mal aus der Sonne hier so ein bisschen. Nee. Muss ja auch nicht jeden Kampf annehmen. Das dauert dann sonst immer wieder eine halbe Stunde, bis wir hier wieder alles weggemetzelt haben. Auch wenn das Punkte sind, aber egal. Nee, jetzt können wir später immer noch. Bedeutet das Fragezeichen um, dass sie uns erspäht haben oder gewittert haben oder was ist denn los? Oder ist hier noch was in der Nähe? Gespaltener Fels, das haben wir auch grün. Notfall Steinbruch, den hatten wir ja, aber das ist auch noch nicht grün, klar, weil wir noch nicht wissen, was da Sache ist. Eine Prise begibt dich zur Wühlerposition. Da müssten wir eigentlich hin. Können wir da hinspringen? Nee, das geht nicht, ne? Purpurne Engstelle. Kettenkranz. Sprich mit dem Magistrat. Eigentlich müssen wir erstmal hier hin. Mal gucken, ob wir hier vielleicht ein Feuer finden. Dann können wir dann mal schnell reisen. Machen wir sonst erstmal andere Missionen. Gucken, wie wir wieder an Säure kommen, ne? Sonst kriegen wir nachher keine Säurepfeile mehr. War hier irgendwo ein Feuer oder so? Ah, zumindest eine blaue Kiste, das ist schon mal viel wert. Kiste. Einfach nur, weil ich es kann. So, haben wir nicht hier... Ups. Denn so noch ein paar Viechers. Rasenfeuer, sehr schön. Haben wir, glaube ich, auch noch nicht freigeschaltet, wenn ich das richtig sehe. Machen wir da erstmal eine manuelle Speicherung. Dann können wir dann schnell reisen, dann können wir uns den Weg nämlich sparen.
So, nämlich Schnellreise. Und dann machen wir nämlich eine Schnellreise hier hin. Wo können wir nicht hin? Na, ist auch das da hier. Hier können wir schnell reisen. Das würde gehen. Ich denke, ich kann zu dem Lagerfeuer. Ging das nicht? Unbekanntes Lagerfeuer. Ich denke, das ginge. Ich denke, das geht von Lagerfeuer zu Lagerfeuer. Wegpunkt setzen. Aloy, reisen. Ich denke, das ging. Verstehe ich jetzt gerade nicht. Ich denke, man konnte schnell reisen zwischen den einzelnen Lagerfeuern. Schnellreisepaket. Ach, egal. Nutzen wir mal das Schnellreisepaket. Nützt ja nichts. Schnellreise kostenlos. Ach so. Ach so, hätten wir das machen müssen. Sprich mit dem Kaja-Magistrat. Ja gut, das hatten wir. Das hätten wir. Ach so, alles klar. So wäre das gelaufen. Okay, es geht ja gar nicht über die Karte. So, da müssen wir hin. Mist. Doch, komm. Boah, jetzt aber. Warum treffe ich ihn die ganze Zeit nicht? Das ist peinlich. Da hätte ich ihn schön getroffen. Oh, weil er nur, weil er sich mit dem vergraben hat. Ne? Das hast du davon. Mit. Alles im Material schon mitnehmen. Brauchen wir sowieso nachher alles wieder. Wo sollen wir denn hin? Auch da in die Richtung wieder. Ach ja, wir müssen einmal in die Kurve. Ja, alles gut.